Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 4. Sagte ich, mein Lager soll mich trösten, mein Bett trage das Leid mit mir. So quälst du mich mit Tränen, und mit Gesichtern jagest du mich in Angst. Hiob, Kapitel 7, Verse 13 und 14. Es war in Valenkas nicht lange unbemerkt geblieben, dass Irene den verletzten Engel gefunden hatte. Schon als sie am ersten Morgen nach jener stürmischen Nacht mit ihren Milchkannen wieder ins Dorf zurückgekommen war, wussten alle Bescheid und waren auf den Beinen, um den Engel zu sehen und Irene auszufragen. Wäre nicht ihre Mutter da gewesen, hätten sie sicher trotz Irenes Protest ihre Stube gestürmt, um den verwundeten himmlischen Boten anzugaffen. Aber Marie hatte sich ihnen mit den Worten »Engel oder nicht, er ist schwer verletzt und braucht jetzt seine Ruhe« in den Weg gestellt. Ihr Blick hatte jede weitere Diskussion verboten. Also musste Irene die Neugier ihrer Nachbarn befriedigen und die Ereignisse der letzten Nacht in allen Einzelheiten schildern. Danach wollten alle Dörfler, die nichts Dringenderes zu tun hatten, die Absturzstelle im Wald sehen. Also stapfte Irene mit ihnen wieder den Pfad in den Wald hinauf und zeigte ihnen alles. Sicher, zuerst hatte sie sich von der Neugier der anderen Dorfbewohner geschmeichelt gefühlt, aber schon sehr bald hatte sie genug von den vielen Fragen. Dennoch hatte sie sich ein Lachen nicht verkneifen können, als Renard, der jüngste Sohn des Dorfältesten und ein Großmaul vor dem Herrn, trotz ihrer Warnung theatralisch mit beiden Händen nach der Lanze des Engels gegriffen hatte und mit einem lauten Aufschrei gegen den nächsten Baum geschleudert worden und benommen liegen geblieben war. Er würde schon wieder auf die Beine kommen und er hatte es schließlich nicht besser verdient. Die Lanze war dann am Abend von ein paar Männern mit Netzhaken vorsichtig aus der sandigen Erde gezogen worden. Sie hatten sie anschließend dick in ein paar alte Jutesäcke eingewickelt und in den Schuppen hinter Irenes Haus gebracht. Einige Tage später jedoch hatten sich alle an den geheimnisvollen Verletzten in Irenes Haus gewöhnt und das Leben im Dorf war wieder zur Normalität zurückgekehrt. Nur für Irene war alles grundlegend anders geworden. Sicher, ihre Mutter war ihr eine große Hilfe und sogar Dominik verstand, dass sie in einer besonders schwierigen Lage waren, in der seine Mutter ihm nicht so viel Aufmerksamkeit widmen konnte wie sonst. Und dennoch lag eine schwere Last auf ihren Schultern. Wie konnte sie für das Leben eines Wesens verantwortlich sein, das vom Herrn geschaffen worden war, um die Welt vor dem Bösen zu beschützen? Das Schlimmste war, dass sie mit niemandem darüber sprechen konnte. Wenn der vermaledeite Engel doch bloß endlich aufwachen würde. Aber es sollte noch länger dauern, bis der verletzte Engel die Augen wieder aufschlug. Immerhin war Marie sich mittlerweile ziemlich sicher, dass er seine schweren Verletzungen überleben würde. Seine Wunden hatten sich zwar entzündet und eiterten, aber dennoch wirkte er kräftig. Sie konnten ohnehin nicht viel mehr tun, als regelmäßig nach ihm zu sehen und seine Verbände zu wechseln. Nur seine Flügel machten Irene und Marie wirklich Sorgen. Irgendetwas schien ihre Heilung zu verhindern. Vielleicht waren sie einfach zu sehr verbrannt worden. Es war fast so, als wolle der kranke Leib des Engels sich dieser zu schwer beschädigten Gliedmaßen entledigen. Ihre Spitzen wurden langsam grau und die Federn fielen aus. An den Schultern, wo sie aus dem Rücken wuchsen, bildeten sich rot glänzende Entzündungen. Marie hatte daraufhin angeordnet, den Patienten umzudrehen, damit die Verletzungen auf dem Rücken mehr Luft bekamen. Aber auch das schien nicht zu helfen und behinderte die restliche Pflege so sehr. Irene hatte das lange Gewand des Engels gewaschen und auch die Überreste seiner teilweise geschmolzenen Rüstung gereinigt.
Alles zusammen lag nun mit den schmalen Bändern, die um seine Arme und seinen Körper gewickelt gewesen waren, in einer Holzkiste neben seinem Krankenlager. Irene hatte die von geschickter Hand gemalten Schriftzeichen auf den Bändern lange angeschaut und sich gefragt, was sie wohl bedeuten mochten. Stand hier vielleicht der Name des unbekannten verletzten Engels? Eine besondere Plage waren in den ersten Tagen die schwarzen Fliegen gewesen. Irene hatte sie wohl mit den Milchkannen aus dem Wald heruntergelockt. Und hier schien sie es besonders auf die schwerenden Wunden des Engels abgesehen zu haben. Anfangs war es so schlimm gewesen, dass immer jemand bei ihm Wache halten musste, um die Quälgeister zu vertreiben. Bald hatte sich herausgestellt, dass Dominik sehr geschickt darin war, die kleinen Insekten vom Körper des Engels zu fangen. Nachdem so eine Woche vergangen war, geschah in einer Nacht etwas äußerst Seltsames. Ein Geräusch vom Lager des verletzten Engels ließ Irene ruckartig aus dem Schlaf hochfahren. Ihr Bett befand sich in einer Nische der Stube und sie musste nur die Vorhänge auseinanderziehen, um den Engel zu sehen. Ganz vorsichtig schob sie den einen Vorhang um Fingerbreite beiseite und spähte in die halbdunkle Stube. Im schwarzen Schimmer der verlöschenden Herdglut konnte sie den Engel erkennen. Er saß aufrecht auf seinem Lager und seine weit aufgerissenen Augen glänzten glasig im roten Kohlenschein. Seine Flügel waren von ihm abgefallen. Wie zwei scheußliche Trophäen lagen sie auf dem Stroh seines Lagers. Irene war sofort hellwach, brauchte aber noch ein paar Augenblicke, um den Mut zu fassen, aus dem Bett zu klettern. »Herr«, fragte sie noch einmal, diesmal mit etwas festerer Stimme. Doch der Engel antwortete ihr immer noch nicht. Stattdessen fielen ihm plötzlich die Augen zu und er sank wieder in sich zusammen. Vorsichtig entfernte Irene die abgestoßenen Flügel von seinem Krankenlager und drehte ihn auf die Seite, um seinen Rücken zu untersuchen. Dort, wo seine Flügel angewachsen gewesen waren, klafften nun zwei alte verklebte Wunden. Am nächsten Morgen war der Engel immer noch nicht wieder zu sich gekommen. Irene und Marie begruben die Flügel in der nächsten Nacht heimlich hinter dem Haus. Irene konnte den Gedanken nicht ertragen, dass die anderen Dorfbewohner sich um die Federn des verwundeten Engels stritten. Engelsfedern waren mächtige Talismane, und schon oben im Wald hatten die Leute aus Valenkas jede noch so verkohlte Feder aus dem Bach gefischt, um sie über ihre Stalltür oder sonst wohin zu nageln. Marie goss den Tonkrug Weihwasser über den Flügeln aus, den ihr einst der Wanderprediger für ihre Gastfreundschaft geschenkt hatte. Nachdem sie das Loch wieder zugeschaufelt hatte, sprach sie ein Gebet. Irene war sich sicher, dass niemand aus dem Dorf sie bemerkt hatte. »Spring schon, Calvin, hab doch keine Angst!« Die Stimme der schönen Frau unter ihm klang sanft und ermutigend. Aber wenn er nach unten über den Rand des Daches blickte, begann der Hinterhof sich sofort vor seinen Augen zu drehen. Wie ein Strudel drohte er ihn hinab in die gefährliche Tiefe zu saugen. Er wimmerte leise und ließ sich vorsichtig auf die Knie nieder. Mit der linken umfasste er den Rand der Regenrinne, während er sich mit der rechten auf den warmen, feuchten Schindeln des Daches abstützte. »Sie sind doch fort, Calvin. Du brauchst jetzt keine Angst mehr zu haben. Ich bin hier und fange dich auf, wenn du springst.« Die Frau stand in der Mitte des rasenden Wirbels und streckte ihm die Arme entgegen. Diesmal aber war es nicht Anne, sondern eine andere, ältere Frau. Sie trug ein leuchtend grünes Kleid und darüber eine weiße Schürze. Immer noch umklammerte er die Regenrinne, drehte sich aber langsam in ihre Richtung um. Wenn er doch nur springen könnte. Aber er wusste genau, dann würde etwas Schreckliches passieren. Seinetwegen. Die Frau mit der Schürze unten im Hof lächelte ihn weiter an und winkte ihm mit ausgestreckten Armen zu sich. Aber er schüttelte heftig den Kopf. »Nein«, wollte er schreien, »lauf fort, versteck dich irgendwo.« Aber er konnte es nicht. Plötzlich stürmten schwarz vermummte Gestalten auf den Hof. Männer in schweren schwarzen Rüstungen. Verärgert wandte die Frau sich zu ihnen um und wollte sie fortschicken. Doch die schwarz gekleideten Männer schlugen sie brutal nieder und schleppten sie weg. Sie klang so fremd, dass er sie zuerst kaum als seine eigene erkannte. »Mutter!« Mit einem lauten Aufschrei stürzte er sich vom Dach hinab ins Ungewisse.
Da waren keine Flügel, die seinen Fall hätten bremsen können. Der Hinterhof war zu einem engen, tiefen Schacht geworden und er stürzte immer schneller den harten Kopfsteinpflaster entgegen. Doch kurz bevor er aufschlug, fing ihn einer dieser riesigen, schwarz gekleideten Männer auf und grinste ihm mit fauligen Zähnen ins Gesicht. Es war Nacht, als Kaliel erwachte. Zuerst spürte er nur das Stroh durch die Laken unter ihm. Dann schlug er die Augen auf und starrte in die Dunkelheit. Langsam gewöhnte er sich an den schwachen, rötlichen Schein, der den Raum erhellte, und konnte die Holzdielen erkennen, die die Decke über ihm bildeten. Er lag lange so da und dachte an den merkwürdigen Traum, der ihm so lebhaft in Erinnerung geblieben war. Es war beileibe nicht das erste Mal, dass er sich an seine Kindheit erinnert hatte, aber bisher war es immer nur verschwommen und zusammenhanglos gewesen. Auch Anne hatte ihm einiges über ihre Besuche bei seiner Familie erzählt, als sie noch Kinder waren. Aber er hatte immer das Gefühl gehabt, sie hielt sich dabei irgendwie zurück. Jetzt wusste er warum. Die Beutereiter. Denn nichts anderes waren die in Schwarz Vermummten gewesen. Hatten seine Mutter niedergeschlagen, sie vielleicht sogar getötet. Seinetwegen. Er dachte an die Frau mit dem leuchtend grünen Kleid, an ihren sanften Blick und merkte zuerst gar nicht, dass er weinte. Ein Lächeln huschte über seine fahlen Lippen. Er konnte sich nicht erinnern, jemals zuvor geweint zu haben. Jetzt konnte er feststellen, dass es sich gut anfühlte. Lange Zeit später setzte er sich auf, um seinen Blick durch den unbekannten Raum schweifen zu lassen. Doch er erstarrte noch in der Bewegung. Die vertraute Last seiner Flügel auf dem Rücken fehlte. Er griff sich über die Schulter und konnte unter den Mullverbänden die großen, feuchten Wunden spüren. Alle Kraft wich aus seinen Gliedern und er sackte auf sein Lager zurück. Zum ersten Mal schenkte er dem Schmerz Beachtung, der überall in seinem geschundenen Körper wütete. Seine Brust und sein Rücken waren in dicke Bandagen gewickelt, und er konnte spüren, wie sich auf seinem Gesicht frisches, dünnes Narbengewebe spannte. Sein linkes Handgelenk war mit Holzleisten geschient und pochte dumpf. Er konnte sich dunkel erinnern, dass das Feuer der Traumsaat ihn verbrannt hatte. Er musste mit brennenden Flügeln besinnungslos in den Wald hinabgestürzt sein. Die Traumsaat. Seine Mission schoss ihm plötzlich wieder durch den Kopf. Er musste auf dem schnellsten Weg ins Kloster Cluny, um die Beginen und die Menschen in den umliegenden Städten zu warnen. Er musste zu Anne, ehe es zu spät war. Und wenn er keine Flügel mehr hatte, dann würde er eben laufen. Doch seine zittrigen Beine trugen ihn nicht. Kaum hatte er die dicke Wolldecke zurückgeworfen und sich von seinem Krankenlager erhoben, knickten ihm die Beine ein und er taumelte gegen den schweren Holztisch. Der tönerne Wasserkrug kippte und fiel mit lautem Krachen zu Boden. Mit letzter Kraft konnte er sich an der Tischkante festhalten. Ihm drohte schwarz vor Augen zu werden, aber die erschrockene Stimme einer Frau ließ Kaliel seine Sinne wiederfinden. »Herr, was tut ihr da?« Bevor er antworten konnte, war sie schon bei ihm. Er wehrte sich nicht, als sie ihm vorsichtig ihren Arm um seinen geschundenen Leib legte und ihm zum Strohlager zurückhalf. Nachdem sie ihn losgelassen hatte, wich sie erschrocken zurück und starrte entsetzt ihre Hände an. »Verzeiht mir, Herr!« flüsterte sie und senkte den Blick. Sie trug ein knöchellanges Nachthemd aus hellem, einfachen Leinen und ihr langes, braun gelocktes Haar glänzte rötlich im schwachen Licht. »Ich habe dir nichts zu verzeihen. Ich habe dir viel mehr zu danken. Wie heißt du?« »Mein Name ist Kaliel.« Der Klang seiner eigenen Stimme erschien ihm fremd und fern, aber seine Worte erreichten, was er beabsichtigt hatte. Die junge Frau im Leinennachthemd entspannte sich ein wenig und sah ihn an. »Mein Name ist Irene.«
Dann danke ich dir, Irene, dass du mir das Leben gerettet hast. Vorsichtig stützte er sich auf den rechten Arm auf und hob den Kopf. Und ich muss dich bitten, mir noch ein weiteres Mal zu helfen. Ich bin auf einer wichtigen Botenmission vom Himmel der Urieliten in Montsalvage zum Kloster Cluny. Die Traumsaat rüstet sich zum Kampf und ihr Überfall wird die Stadt schutzlos und unvorbereitet treffen, wenn ich nicht dorthin gehe und mich beeile. Zuerst erzähle mir, was geschehen ist. Wo hast du mich gefunden und wo bin ich jetzt? Der Schmerz machte ihm zu schaffen und das Atmen fiel ihm schwer. Er war selbst erstaunt, wie mühelos er trotz seines geschwächten körperlichen Zustandes die richtigen Worte fand. Herr, begann Irene, stockte dann aber und blickte ihn verängstigt an. Kaliel hob beschwichtigend die Hand. Es ist schon gut. Ich weiß selbst, dass ich schwer verletzt bin. Und du musst dich wirklich nicht vor mir fürchten. Ich bin nicht dein Herr, Irene. Ich bin nur ein Bote des Herrn. Nenn mich einfach Kaliel. Er hatte schon oft erlebt, welche Wirkung er und seinesgleichen auf Menschen hatten, besonders auf die ungebildeten Menschen außerhalb der angelitischen Kirche. Und obwohl er voller Unruhe war und seine Mission so schnell wie möglich fortsetzen wollte, kämpfte er gegen den Schmerz an, bemühte sich, ruhig zu wirken. »Darum geht es nicht, Herr«, immer noch sah Irene ihn vollkommen verzweifelt an. »Cluny ist gefallen, Herr. Der Fischhändler Orlak hatte es erzählt, als er vorgestern hier war. Die Stadt ist zerstört, und im Landesinneren führen die himmlischen Heerscharen Krieg gegen die Legionen der Herren der Fliegen.« Kraftlos sank Kaliel auf sein Strohlager zurück und schloss die Augen. Er hatte versagt. Er hatte den Herrn, den Ab, die Menschen von Cluny und die Beginen verraten. Und er hatte Anne der Traumsaat ausgeliefert. Eine Woge von Schmerz, Selbsthass und Bitterkeit durchströmten seinen zerschundenen Leib.